Es ist gerade mal eine Woche her, dass wir ein Video zu ChatGPT und zu GPT-4 gemacht haben und ich hätte definitiv nicht gedacht, dass ich in nur einer einzigen Woche noch einmal so viel zu diesem Thema oder zu diesen Themen tun würde. Es gab nämlich mindestens zwei sehr große und bedeutende Ankündigungen und über eine davon werden wir uns heute in diesem Video einmal näher unterhalten, nämlich über die Ankündigung von GitHub Copilot X. Bevor wir starten, schon einmal der kleine Hinweis, dass ich persönlich am Ende dieses Videos auch noch zwei kleine Ankündigungen habe. Insofern guckt euch das Video bis zum Ende an und in diesem Sinne hallo und herzlich willkommen zu unserem Weekly. GitHub Copilot X. Das ist die neue Evolutionsstufe von GitHub Copilot. Copilot gibt es ja inzwischen seit ungefähr 2 Jahren und das ist ja, wenn man so möchte, eine bessere Autovervollständigung für unter anderem Visual Studio Code, die eben auf einer künstlichen Intelligenz basiert. Dazu haben wir auch schon eine Reihe von Videos gemacht, wo wir uns angeguckt haben, was Copilot zu leisten imstande ist, wo die ethischen und moralischen Bedenken liegen könnten und so weiter. Wenn du dazu noch einmal Näheres wissen möchtest, dann habe ich dir ein passendes Video hier oben in der Infocard verlinkt. Ja, und unabhängig von eventuellen Bedenken habe ich aber auch schon mehrfach gesagt, dass ich persönlich sehr angetan von Copilot bin und dass ich Copilot nicht nur gerne, sondern vor allem auch sehr regelmäßig verwende. Was nun die künstliche Intelligenz dabei angeht, basiert Copilot auf dem Codex-Modell von OpenAI, was wiederum auf GPT-3 basiert. Und GPT-3 wiederum, das stammt aus dem Juni 2020. Im November 2022 ist dann ChatGPT erschienen als eine, um nicht zu sagen die eine bekannteste Anwendung, die auf GPT basiert. Am 14. März diesen Jahres ist dann GPT-4 erschienen, was nochmal ein ganz anderes Niveau an sprachlicher Qualität liefert und was sich inzwischen auch als Grundlage von ChatGPT verwenden lässt, zumindest in der kostenpflichtigen Plus-Version. Theoretisch kann GPT-4 auch noch deutlich mehr, so kann es zum Beispiel auch Bilder als Eingabe verarbeiten oder Bilder als Ausgabe generieren, nur ist das wiederum noch nicht im Kontext von ChatGPT möglich, aber das wird sicherlich über kurz oder lang noch kommen. Wenn du darüber auch noch mal mehr wissen willst, dazu haben wir vergangene Woche ein Video veröffentlicht und auch das findest du hier oben in der Infocard. Nun muss man sich vor Augen führen, wann das war. Wie gesagt, GPT-4 ist am 14. März erschienen und das ist noch nicht mal 2 Wochen her. Und als ob das für sich genommen nicht schon genug wäre, hat OpenAI am Donnerstag vergangener Woche nochmal nachgelegt und eine Plugin-API für ChatGPT vorgestellt, über die man ChatGPT als Entwicklerin oder als Entwickler um weitere Fähigkeiten ergänzen kann, zum Beispiel für die Kommunikation mit der Außenwelt. Was das zukünftig noch an Möglichkeiten bieten wird, das kann man bislang, glaube ich, nur erahnen. Ja, und das alles, das war ja zunächst mal nur OpenAI selbst als Unternehmen. Nun waren das aber nicht alle Ankündigungen, denn auch Microsoft hat in den vergangenen Wochen einiges zu künstlicher Intelligenz angekündigt, unter anderem die Integration von GPT-4 in Edge und in Bing und eine Erweiterung für Office, die den Namen Microsoft 365 Copilot trägt und die Anwenderinnen und Anwender bei der täglichen Arbeit mit Word, Excel, PowerPoint und Co. unterstützen soll. Quasi eine moderne Variante von Karl Klammer, nur eben ohne die niedliche Büroklammer, die ich persönlich übrigens wirklich niedlich fand und die ich sehr gerne mochte, auch wenn ich immer das Gefühl hatte, dass ich mit dieser Meinung ziemlich allein auf weiter Flur bin. Naja, wie auch immer. Und zwischen all dieser Ankündigungen platzte nun am Mittwoch vergangener Woche, also am 22. März, auch noch GitHub hinein mit der Ankündigung von Copilot X. Copilot X ist quasi der Nachfolger oder, wenn man so will, die nächste Version von GitHub Copilot und basiert auf einer auf das Verständnis von Code angepassten Variante von GPT-4. Das bedeutet, wir haben es bei Copilot X mit einer KI zu tun, die, weil sie auf GPT basiert, Verständnis für den Kontext mitbringt, in dem wir uns bewegen. Und das X steht laut GitHub für Everything, weil sie Copilot X eben als Assistenten für alles Mögliche sehen. Das heißt, sie haben direkt schon mal mit angekündigt, dass da zukünftig noch viel, viel mehr zu erwarten sein wird. Doch was genau bringt Copilot X denn nun überhaupt? Was kann es und wie unterscheidet es sich vom bisherigen Copilot? Insgesamt sprechen wir über 5 Features. Das erste ist ein in die IDE integriertes Chatfenster, in dem du dich mit Copilot X austauschen kannst. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie ChatGPT, nur eben für Code. Und das Besondere ist nun, dass Copilot X versteht, was du gerade in der IDE machst, welchen Code du schreibst, welche Arbeitsschritte du ausführst und so weiter und dich dabei dann entsprechend unterstützen kann. Das fängt mit so verhältnismäßig harmlosen Sachen an, wie dass du dir einen regulären Ausdruck erklären oder erstellen lassen kannst.
Und das könnte ChatGPT aber auch noch, denn dazu ist noch kein großartiges Verständnis vom Kontext notwendig. Ganz anders sieht es dann aber schon aus, wenn du zum Beispiel Code mit der Maus markierst und Copilot X dann bittest, den Fehler in dem markierten Code zu finden und zu beheben. Oder für den markierten Code noch ein paar Tests zu ergänzen. Oder den Code aufzuräumen und zu refactoren. Und das Krasse ist, und da geht Copilot X eben weit über ChatGPT und den bisherigen Copilot hinaus, das ist, dass Copilot X zum Beispiel auch in der IDE angezeigte Fehlermeldungen erkennt, sie verstehen und entsprechend darauf reagieren kann. Und außerdem, und das ist das zweite Feature, funktioniert das Ganze nicht nur über die Tastatur, sondern es gibt eine Funktion namens Copilot Voice, was nichts anderes bedeutet, als dass du mit Copilot X auch sprechen kannst. Also so ein bisschen, wie man das von Siri, Alexa und Co. kennt, nur eben in Bezug auf Code. Das heißt, man kann Code endlich diktieren. Man kann aber auch einfach nur sagen, was man erreichen möchte, dass man also zum Beispiel eine Funktion für ein bestimmtes Feature braucht und Copilot X erledigt dann den Rest oder dass Code auf diese und jene Art umgestellt oder umgeschrieben werden soll und Copilot X kümmert sich dann darum. Es ist also wirklich so ein bisschen wie Alexa macht das Licht an, nur eben für Code. Copilot X endet jedoch nicht in der IDE, sondern beginnt dort lediglich und geht dann von dort weiter nach außen. Das dritte Feature, Copilot für Pull Requests genannt, findet sich zukünftig in der UI von GitHub, nämlich dort, wo man Pull Requests erstellt, verwaltet, reviewt und so weiter. Und Copilot X soll Entwicklerinnen und Entwickler bei all diesen gerade genannten Aufgaben unterstützen. Zum Beispiel kann Copilot X für einen gerade erstellten Pull Request die Beschreibung ergänzen. Das heißt, du musst dir als Entwicklerin oder als Entwickler gerade bei umfangreicheren Änderungen nicht mehr lang überlegen, was genau du denn nun eigentlich die vergangenen 2 oder 3 Wochen am Code gemacht hast, sondern Copilot X kann das einfach direkt aus dem Code ermitteln und dann eine dazu passende Beschreibung formulieren. Copilot X kann aber auch beim Review unterstützen, zum Beispiel Fehler finden, auf fehlende Tests hinweisen und diese gegebenenfalls direkt ergänzen und so weiter. Das heißt, Copilot for Pull Requests übernimmt teilweise die gleichen Aufgaben wie der Copilot Chat, nur eben im Kontext von GitHub und nicht lokal. Es ist also quasi die andere Seite derselben Medaille und es führt die Geschichte, die lokal begonnen hat, nahtlos online fort. Das vierte Feature ist dann Copilot for Documentation. Das kannst du dir vorstellen wie eine Mischung aus einer Suchmaschine und Stack Overflow. Im Prinzip gibst du eine Frage ein und Copilot X generiert dir die passende Antwort darauf im Stil eines Tutorials. Und dazu kennt Copilot X als Grundlage derzeit die Webseiten von React, die Dokumentation von Azure und von MDN, also dem Mozilla Developer Network. Und das soll im Laufe der Zeit aber natürlich noch ausgebaut und ergänzt werden. Das heißt, nach und nach wird Copilot X damit zu so einer Art personalisiertem Stack Overflow, statt dort zu fragen, wie man beispielsweise ein Div vertikal zentriert und dann auf eine Antwort zu warten oder suchen zu müssen, kannst du das zukünftig einfach direkt als Frage in deiner IDE formulieren und du bekommst in Sekundenschnelle eine Antwort, wie gesagt einschließlich einer Anleitung, Beispielen, Erklärungen und so weiter, was eben alles dazugehört. Und das hebt die Möglichkeiten zu lernen und sich Konzepte zu erarbeiten natürlich auf ein ganz neues Niveau. Zumindest eröffnet es auf jeden Fall ganz neue Optionen, wie man dabei auch vorgehen kann. Und GitHub hat angekündigt, dass, und das ist der Hammer, dass das zukünftig auch für eigene, das heißt für private interne Repositories funktionieren soll, sodass du, wenn du bei Unternehmen X arbeitest, auch Fragen zu der internen Codebase von Unternehmen X stellen kannst. Und Copilot X soll dazu nicht nur den Code und die Dokumentation heranziehen können, sondern auch Pull Requests, Issues, auf GitHub geführte Diskussionen und so weiter. Und das fünfte Feature, das ist schließlich die Integration von Copilot X in die Kommandozeile. Das Ganze läuft unter dem Namen Copilot for CLI und heißt nichts anderes, als dass ich mir die ganzen Befehle und deren Optionen, die Flags und so weiter nicht mehr im Detail merken muss. Stattdessen kann ich einfach hingehen und formulieren, was ich gerne erreichen möchte und Copilot X generiert mir ein passendes Shell-Kommando oder, wenn ein Kommando nicht ausreicht, auch direkt ein komplettes Shell-Skript und zwar inklusive Erklärungen, welches Kommando warum verwendet wird, was welche Option bedeutet und so weiter. Das heißt, auch hier kann man, wenn man möchte, durchaus von der KI lernen. Und besonders schön wäre natürlich, und das hat GitHub weder erwähnt noch gezeigt, aber ich gehe davon aus, dass das direkt kommen wird, wenn das Ganze auch für das in die IDE integrierte Terminal funktionieren würde und nicht nur für die vom Betriebssystem bereitgestellte Standalone-Shell. Aber wie gesagt, ich denke, davon ist eigentlich auszugehen, dass das so sein wird. Apropos in die IDE integriert. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. GitHub hat bislang angekündigt, dass Copilot X mit Visual Studio Code funktionieren wird.
mit Visual Studio, also dem großen Bruder von VS Code, mit den IDEs von JetBrains und auch mit NeoVim. Auch das dürfte aber alles vermutlich nur der Anfang sein. Auch hier ist davon auszugehen, dass da im Laufe der Zeit noch mehr kommt. Und man darf dabei ja auch nicht vergessen, dass Copilot X bislang nur als Preview verfügbar ist und man den Zugang dazu auch erstmal erhalten muss. Wer Copilot X nämlich heute ausprobieren möchte, kann das nicht einfach so machen, indem man beispielsweise eine Erweiterung für die jeweilige IDE herunterlädt, sondern man muss sich als Interessentin oder als Interessent registrieren und kommt dann, wie so oft, auf eine Warteliste. Und dann erhält man über kurz oder lang vielleicht man auch mal Zugriff. Teilweise wird, damit das Ganze funktioniert, sogar auch für die Preview bereits ein Abonnement für den bestehenden Copilot vorausgesetzt, also entweder die Variante für Einzelpersonen oder die für Organisationen. Das hängt aber vom jeweiligen Feature ab und übrigens gibt es für jedes der genannten Features eine eigene Warteliste. Das heißt, man muss sich, wenn man sich alles vorab anschauen möchte, tatsächlich mehrfach registrieren. Wie das dann zukünftig laufen wird, ob die Fähigkeiten von Copilot X einfach nach und nach in den bestehenden Copilot integriert werden oder ob es da weitere und dann eventuell auch teurere Abonnements geben wird, das ist aktuell noch komplett offen. Das alles, das klingt ziemlich fantastisch und das meine ich in beiden Bedeutungen dieses Wortes. Es ist fantastisch im Sinne von großartig, es wirkt aber auch fantastisch im Sinne von unwirklich. Diese ganze KI-Geschichte, die stürzt im Moment in einem unglaublichen Tempo auf uns ein und es ist gar nicht so einfach, adäquat zu beurteilen oder auch vorherzusagen, welche Auswirkungen das alles einmal haben wird. Nicht nur auf uns als Entwicklerinnen und als Entwickler, sondern auch auf uns als Gesellschaft. Das bleibt eine sehr spannende Frage und im Prinzip, wenn das alles in der Form kommt, wie GitHub das so angekündigt hat, dann wird Copilot X damit nach und nach zu einem vollwertigen Teammitglied. Dann ist eben Copilot nicht mehr nur dein AI-powered Virtual Pair Programmer, sondern dann läuft es irgendwann darauf hinaus, dass man Copilot als durchaus echte, wenn auch rein virtuelle Kollegin oder als Kollegen wahrnimmt, mit der oder dem du dich dann tatsächlich über den neuesten Pull Request unterhalten kannst und welche Auswirkungen das Mergen dieses Pull Requests auf die Issues und die weitere Produktplanung haben könnte. Und irgendwie klingt das alles erstaunlich, aber auch ein bisschen erschreckend zugleich. Spontan muss ich da an das letzte Mal denken, als eine künstliche Intelligenz als ein echtes, vollwertiges Teammitglied angesehen wurde. Das war im Jahr 1968 in dem Film 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick, der auf dem gleichnamigen Roman von Arthur C. Clarke basiert und das Ganze ist grandios gescheitert. Der Computer, in diesem Fall HAL 9000, hat nämlich schlicht und ergreifend die gesamte Besatzung der Discovery nach und nach getötet. Und das Ganze nicht, weil er ein böser Computer war, sondern weil ihn sein wohlgemerkt von Menschen gegebener Auftrag in einen für ihn nicht lösbaren Zwiespalt getrieben hat. Und in der ersten Szene, in der HAL sich seltsam verhält, sagt er den Ausfall eines Kommunikationsmoduls voraus, dass die AE-35-Einheit innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden ausfallen würde und daher ausgetauscht werden müsse. Und nachher fällt die Einheit aber gar nicht aus und er entschuldigt das Ganze dann mit dem Satz, it can only be attributable to human error, also so viel wie, die Fehleinschätzung könne nur auf menschliches Versagen zurückzuführen sein. Und das Traurige ist, dass er letztlich die gesamte Besatzung umbringt, das lässt sich tatsächlich ausschließlich auf menschliches Versagen, in diesem Fall eben während der Missionsplanung, zurückführen. Und vielleicht, und das ist auch unter anderem eine der Botschaften dieses Films, der ja schon sehr, sehr alt ist, vielleicht überschätzen wir Menschen unsere Fähigkeiten im Hinblick auf künstliche Intelligenz und vielleicht erschaffen wir hier gerade etwas, was über kurz oder lang Formen annimmt, die wir nicht mehr zu verstehen oder auch zu beherrschen imstande sind. Ganz unabhängig davon gibt es aber noch einen anderen Punkt, den ich sehr bedenklich finde, nämlich wem das alles gehört. Klar, GPT-4 und ChatGPT gehören OpenAI, aber wer finanziert eigentlich OpenAI? Wenig überraschend ist das maßgeblich Microsoft. Microsoft hat 2019 $1 Milliarde in OpenAI investiert und seitdem, das war nämlich Teil der Vereinbarung, ist Azure der exklusive Cloud-Provider für OpenAI. 2021 hat Microsoft dann nochmal 1 Milliarde investiert und jetzt vor 2 Monaten, nämlich im Januar 2023, nochmal $10 Milliarden. Und Microsoft gehört ja auch GitHub und Microsoft gehört Visual Studio Code und Microsoft gehört dieses und Microsoft gehört jenes. Und ob das alles so eine gute Idee ist, wenn das alles in der Hand eines einzigen Unternehmens liegt, das sei mal wieder dahingestellt.
Gut finde ich persönlich das nicht. Ich hätte mir, und das habe ich ja schon oft gesagt, gewünscht, dass es für solche essentiellen Plattformen eine unabhängige Stiftung gäbe, in der gerne alle möglichen Unternehmen beteiligt sein können. Aber dass das alles letztlich bei einem einzigen Hersteller liegt, das finde ich in zunehmendem Maße sehr bedenklich und gefährlich. Und dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Wenn du dir das nochmal anschauen willst, dann findest du auch das hier oben in der Infocard. Wie siehst du das denn? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Da wäre ich durchaus mal neugierig. Tja, und bevor wir nun zum Ende kommen, ich hatte ja zu Beginn des Videos noch erwähnt, dass ich auch noch zwei Ankündigungen hätte. Zum einen, am Mittwoch findet endlich wieder ein Livestream statt. Das letzte Mal musste der ja leider ausfallen, weil ich krank war, aber den holen wir nun endlich nach. Und das Thema ist ein Ask Me Anything. Ursprünglich wollten wir das ja anlässlich der Marke von 22.222 Abonnements machen. Daraus können wir inzwischen über 23.000 Abonnements machen, aber inhaltlich machen wir genau das, was eigentlich geplant war. Bringt also gerne Fragen mit und dann sehen wir uns am Mittwoch um 18 Uhr auf diesem Kanal und den Link zum Livestream, auch den findest du hier oben in der Infocard. Ja, und die andere Ankündigung von uns gibt es und die eine oder der andere hat mich danach auch schon gefragt, inzwischen Merch. Wir haben nämlich T-Shirts und Hoodies und beide zum einen, so wie ich das ja gerade trage, mit unserem Logo, zum anderen aber auch mit dem kompletten The Native Web Schriftzug. Das hast du vielleicht schon in einem der vorigen Videos gesehen. Und beide fallen von ihrer Machart, von ihrer Herstellungsart in die Kategorie Workwear, so nennt man das, glaube ich. Das heißt, das ist ein etwas kräftigerer Stoff, sie sind dadurch sehr robust und auch widerstandsfähig. Aber speziell der Hoodie, der ist auch ultra flauschig, also ich persönlich trage beides wirklich gerne. Und die oder der andere und die eine oder der andere der hat ja auch schon einen von uns bekommen und das Feedback, was wir da zurückerhalten haben, das ging in eine ähnliche Richtung. Also das heißt, wenn du an einem T-Shirt oder an einem Hoodie interessiert bist, dann melde dich einfach bei uns per E-Mail unter der Adresse hello@thenativeweb.io. Die findest du auch unten nochmal in der Videobeschreibung und dann besprechen wir alles weitere per E-Mail. Ja, und zu guter Letzt, wenn dir das Video heute gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Teil das Video auch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und ansonsten wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche. Pass wie immer gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns am Mittwoch um 18 Uhr im Livestream wieder. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.